So, Leute, herzlich willkommen zu Schnagel TV. Der kleine Schnagel ist bei mir hinter. Wir haben dabei den Keksi. Wir versuchen das heute mal anders zum Filmen, weil mit der Hand Gottes nicht immer gut, weil ich brauche jetzt mit dem kleinen Mann schon beide Arme oder Hände zum Arbeiten. Wir haben mit dem kleinen Schnagel in der letzten Zeit schon viel erreicht. Und zwar waren wir im Bereich Gehorsam schon ein bisschen tätig, nur haben wir das nicht gefilmt. Komm mal her, Schnaggi. Nicht zum Keksiger. Da. Komm mal her, Schnaggi. Und zwar haben wir da ein bisschen Gehorsam uns etabliert mit dem kleinen Schnaggel. Und zwar ist es so, ein Hund braucht sicher Gehorsam. Weil sonst macht er euch Ärger. Der Schnaggel ist ein Hund mit 8 Monaten auf dem Stand von einem 8 Wochen alten Hund. Der kann nicht sitzen bleiben, er konnte nicht sitzen, er kann keinen Platz. Er ist immer sehr frustriert. Genau, der lernt er bei mir sitzen zu bleiben auch. Ein bisschen die Geduld muss er lernen. Ob es ihm gefällt oder nicht, ist uns egal. Gell, kleiner Schnaggel, das muss man lernen. Und jetzt sind wir schon ein bisschen im Gehorsam. Wir haben den häuslichen Gebrauch etabliert mit dem Schnaggel. Das macht er schon ziemlich super. Jetzt geht es um den Gehorsam. Natürlich braucht ein Hund ein Sitzsignal und ein Platzsignal, doch da halten wir noch nicht so viel davon. Und zwar möchte ich lieber, dass der kleine Schnaggel lernt, bei uns abzufragen. Er macht es schon ziemlich gut, dass er immer wieder mal hochschaut. Seine Wutanfälle sind weniger geworden. Wir machen das jetzt so über Blickkontakt mit dem Futter für den kleinsten Konflikt. Also Futter ist der kleinste Konflikt. Der Keks macht gerade der Clown. Hä? Hey? Nicht blödeln. Ist Hundeschule, okay? Das Futter ist der kleinste Konflikt. Der Hund soll bei uns im Gehorsam lernen, abzufragen. So, das gefällt dem kleinen Mann nicht da. Dann halt ihn einfach. Und Platz. Gut. Keksmann, der muss da heute Spielstunde aufziehen, machen wir aber nicht. So, wo waren wir? Du bringst mich durcheinander, Alter. Wir waren beim Blickkontakt. Der Hund soll lernen, bei uns im Gehorsam, wenn es um was geht, im Konfliktmanagement mit uns zu kommunizieren. Das bringen wir dem kleinen Mann oder jedem Hund mit Futter bei. Das ist der kleinste, minimalste Konflikt. Und wir dürfen nicht vergessen, er kann gar nichts. Wie Sitz, Platz, das arbeiten wir uns alles mit dem Futter aus. Jetzt ist er hungrig, jetzt arbeitet er mit. Geh, super. Und jetzt haben wir einen Zugang zu dem kleinen Mann. Wir kommen auch im Bereich Gehorsam, kommt bei uns ein Abbruchssignal. Das kommt da auch dazu, das wird er lernen. Weil er hat uns schon im Bereich Futter ein bisschen eine Ressourcenaggression gezeigt, heißt noch nicht übertrieben, aber er wollte uns die 10 sagen fürs Futter, wenn man es eben wegnehmen wollte. Das geht natürlich nicht, das muss er lernen. So, wir nehmen da ein Futterstück, er hat schon was gelernt, Leute. Wir nehmen ein Futterstück, ich schmeiße das vor den Boden und was macht er? Er sitzt sich hin und schaut mir an. Guter Schnaggel. Das ist ein kleiner Teil Gehorsam, das er lernt, bei uns abzufragen, wenn es um was geht. Wir haben da mehrere Vorteile, und zwar lernt der Hund auch Fressbares am Boden anzuzeigen. Das heißt, das ist schon ein bisschen Anti-Giftködertraining. Jawohl, guter Schnaggi. Super. Wir probieren gerade mal im Gehorsam das Platzsignal. Super, Schnaggi. Auf. Jawohl. Macht er ganz toll. Das sind kleine Gehorsamsübungen, die braucht ein Hund in meinen Augen. Oh, super, Schnaggi. Oh. Er denkt, gut, Boy. Gut, Boy. Wir sehen, er isst ordentlich, er hat jetzt Hunger. Jetzt können wir mit ihm arbeiten, wir können ihm was beibringen. Platz. Gute Schnack. Das hätte man nie machen können, wenn wir ihn verwöhnt hätten, wenn der dreimal am Tag Futter gekriegt hätte. Super, dann hätte man nie so die Zusammenarbeit gekriegt. Er macht das schon ziemlich cool. Ah, das Sitzenbleiben geht schon. Jawohl. Ich entferne mich ein bisschen.
Lang kann er noch nicht, er ist ein kleiner Mann. Ich bringe ihm wieder eins. Gib mal einen Keks eins rüber. Ah, wieder sitzend. Für das kriegt er nichts, weil er hat sich selber aufgelöst. Ah, wieder. Oh, er möchte zum Keks. Er macht zwar Platz, aber das lassen wir so stehen. Gut, Keks ist auch da. Super. Oh gut, bleibt er liegen. Für das gebe ich ihm jetzt mal. Hat er toll gemacht. Keksi wieder eins. Und vor den Platz. Jawohl. Super. Toll. Man kann auch schon ein bisschen rufen. Hatte ja keinen Rückruf. Schauen wir, ob es klar. Komm, Schnaggi. Komm, Schnaggi. Jawohl, super. Ist doch klasse. Sit. Jawohl, Schnaggi. Ah, sitzen. Gut. Bei mir ist da wichtig, oder mir ist hier wichtig, Leute, dass der Hund lernt, dass alles zu ihm kommt, was er möchte, aber durch uns. Somit, das ist aber Kindergarten, Leute, das ist Kindergarten, was wir dem Hund beibringen. Jawohl, gut. Dass er lernt, abzufragen. Und Fressbares am Boden anzuzeigen. Gut. Ist ein Teil Anti-Giftköder-Training. Er lernt auch, dass nicht alles ihm gehört. Und er kriegt alles, was er möchte, über uns und es kommt zu ihm. Probieren wir noch einen Platz. Jawohl. Er macht es wirklich gut, Leute. Wir haben dann auch schon einen Klicker gehabt. Auf. Jawohl. Wir haben dann auch schon einen Klicker gehabt. Das macht er auch super. Also er hat gute Karten. Er hat zwar hin und wieder noch einen Frustanfall, aber mit denen lernen wir umzugehen. Gell, kleiner Schnaggel. Auf. Jawohl. Er hat sich sonst ziemlich gut eingelebt. Er ist eine kleine Ratte, ist er noch. Er wollte sich nicht die Pfoten trocknen lassen. Gut. Da hat er geschnappt. Ihr habt es eh gesehen im Video jetzt. Hin und wieder. Wenn ich ihn hernehmen möchte, wird er zornig. Gut. Komm her. So, wieder zu mir gehabt. Das soll er lernen, das muss er lernen. Ein bisschen die Nähe, ein bisschen die Geduld, ein bisschen, dass er einfach gehalten wird. Ja? Wird er eh schon wieder zornig, aber er hält es aus. Ja, gut, super. Das nennen wir Impulskontrolle, er hat sich selber beherrscht. Das muss er lernen, der kleine Mann, dass nicht er alles entscheidet. Jetzt macht er selber Platz, da gibt es nichts, komm auf. Jawohl, gibt es nichts. Ne? Für selbst durchgeführte Handlungen kriegt er bei mir nichts. Das wären halt wieder die selbstbelohnenden Handlungen. Er macht was und wir bestätigen das, obwohl es nicht so ist, wie ich das möchte. Na, geh auf. Gut, wieder gehalten. Auf, komm her. So, die Ruhe machen. Gut, super. Das gehört auch zum Gehorsam bei uns, dass der Hund bei uns angelehnt ist, dass er ruhig ist. Dass er brav ist, dass er sich das ausgesteht und dann wird er ruhig gestreichelt. Macht das super, der Schnaggel, muss ich wirklich sagen. Er denkt da wieder. Wir warten auf einen schönen Blick. Ich führe ihn schwer seitlich, normal sind wir gegenüber. Was denkt er? Wie kommt er ran? Wie kommt er? Oh jawohl, super. Das sind bei uns Gehorsamsübungen, Leute, sitz. Und so lernt der kleine Mann, mit uns zu kommunizieren und zu arbeiten.
Nein, auch. Hat dem Körner das Blattsignal angeschafft? Super, er probiert jetzt Strategien, wie er ans Ziel kommt. Da muss ich aufpassen, dass ich ihn jetzt nicht falsch bestätige, sonst fängt er mir den Blödsinn an. So kriegt er es nicht. Komm, auf, auf. Gut. Jawohl. Gut, das Schnagel. Man merkt schon, er wird unkonzentrierter. Platz. Er wird unkonzentrierter. Das ist dem kleinen Mann oft schon zu viel. 10, 15 Minuten was zu machen. Deshalb werden wir das jetzt an diesem Punkt beenden. Platz. Gut, jetzt schauen wir, ob er noch ein bisschen liegen bleibt. Ah, nein. Achtung, jetzt wird er zicke. Alles gut. Alles gut. Es ist auch so, er wird schnell sauer, wenn er nicht weiß, wie er ans Ziel kommt. Gut. Der Kugel löst, der kleine Mann. Hat der Kugel löst. Jawohl. Super. Keks war auch brav. Toll. Und wieder Platz, Keks. Gut gemacht. So, ihr Lieben, das war ein bisschen Gehorsam mit dem Schnaggeln. Man sieht schon, es kommt immer mehr, es wird immer besser. Es freut uns, er lebt sich wirklich ein. Keks kommt auch klar mit dem, Cody kommt auch klar mit dem. Sie schauen dann eigentlich gar nicht an. Gell? Der Esko ist ein anderes Thema, da braucht man mehr Zeit für den Esko. Das war es wieder mal vom Schnaggeln. Ein kleiner Eindruck, wie bringen wir unseren Hund Gehorsam bei und was ist bei uns wichtig im Gehorsam? Das ist definitiv der Blickkontakt. Zum Abbruchssignal sind wir heute leider nicht gekommen, weil er das schon ganz gut macht, aber da kommen wir sicher anders mal nochmal dazu. Es geht schon ganz viel an lockerer Leine. Ah. Geht schon ganz viel an lockerer Leine und das freut mich auch. Sag auf, Schnaggi. Gut, komm, abschalten. Wird immer, immer besser mit dem Schnaggel. Keks war natürlich dabei. Der Keks ist meine linke und rechte Hand in der Hundeschule. Die meisten kennen den Keks. Auf den kann ich mich immer verlassen. Jetzt kommt leider der Regen. Das passt uns genau. Wir waren am Ende des Videos. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat der eine oder andere was mitgenommen. Keks, Schnaggel und ich senden euch liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. See you.